Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen bei uns im Labor, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, so langsam, liebe Gäste, werden ja Tage kürzer und Nacht länger. Und erst noch die Abend der kühler. Ideale Voraussetzungen für uns als Fernsehmacher. Darum hoffe ich, ihr habt es euch daheim schon bequem gemacht vor dem Bildschirm. Und wir haben das Gefühl, wir möchten euch jetzt gerne mit ein paar Sachen überraschen. Wir haben nicht ausgelegt und sind gespannt, was für farbige Fische wir drinnen einfangen können. Und wenn wir jetzt so nach der Fangquote flaggen, glaube ich, wenn wir die Anzahl von Gästen ein bisschen besser kennen, dann ist die nicht schlecht. Das sind nämlich meine Gesprächspartner. Wenn wir schon von Fangquoten berichten, dann haben wir mit dieser Dame einen attraktiven Hecht bei uns an der Angel. Sie vertreibt als erfolgreiche Profi-Fischer nicht nur den Fisch, den Kopf. Krimis, die haben sie ihm ein Leben lang angetan. Früher als Journalist und später als Mediensprecher bei der Berner Kantonspolizei. Und heute schreibt er auch noch selber Kriminalromane. Und wenn das Trio auf dem Eis umeinanderwirbelt, dann wird es der gegnerische Goalie ins Geschmuch. Drei Schwestern, die im Eishockey regelmässig den Böck ins Netz donnern. Ja, und in Sachen Fangquote kann ich nur sagen, mein erster Gesprächspartner, der ist ein richtiger Mädchenschwarm. Ursprünglich wollte er nämlich Sek-Lehrer werden, aber ihm ist es auf der Bühne wohler als im Klassenzimmer. Und der sorgt dafür, dass er den Mädchen oder auch männlichen Zuhörern in seinen Liedern und seiner Musik ein bisschen das Herz lässt höher schlagen. Herzlich willkommen, Damian Lynn. Damian. Ja, schon grossartig. Danke sehr. Du kommst mit der Klampfe, das heisst, das ist der beste Weg, Mädchenherz zu erobern. Ja, es ist vielleicht einer von diesen Wegen. Also ich glaube, eben so Stimme und Gitarre, sag ich jetzt mal, das ist sicher etwas, das nicht schlecht ankommt. Aber besser als Blockflöte. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja. Obwohl, eben bei mir hat es natürlich auch bei der Blockflöte angefangen. Also ganz früher. Ja, ja, klar, du hast als kleines Bübli, man sieht hier in ein paar Bildern, auf eine Blockflöte spielen. Genau. Andere Instrumente haben das auch noch angetan. Genau, also eben Blockflöte haben wir damals irgendwie noch müssen, so anfangen spielen. Ja, schon ein bisschen müssen. Nachher habe ich auf Klavier gespielt, dann habe ich E-Gitarre gespielt, habe nachher gewechselt zum Schlagzeug, haben wir dann auf Beatboxen gelernt, das ist so eben eigentlich Schlagzeug spielen mit dem Maul sozusagen. Und gesungen habe ich irgendwie schon immer und zu der akustischen Gitarre dann auch irgendwie wieder zurückgefunden schlussendlich. Und, ja. Hast du dich noch gesehen an die ersten Auftritte, die du hast? Ja, das erste Gesangsauftritt, das ist schon, mag mich schon noch gut erinnern, das ist ein Abschlusskonzert von der vierten Primarklasse, wo der damalige Lehrer einfach gefunden hat, steh du mal dort vorne. Er hat gefunden, es klingt, glaube ich, einigermaßen so gut, was ich singe. Und dann ist das herzige Büebli, der Damian, schon ans Mikrofon und hat gemerkt, wie sehr dass das kribbelt. Ja, anscheinend, ja. Das darf schon genossen. Schnulzen natürlich, Eternal Flame. Ja, genau. Was empfindet man, wenn man so alte Videos wieder sieht von sich selber? Ja, es ist speziell. Einerseits versucht man sich so ein bisschen daran zu erinnern, so gut es noch geht. Andererseits denkt man natürlich auch, dass das schon irgendwie wahrscheinlich der Auslöser war für vieles. Sonst würde ich vielleicht jetzt wahrscheinlich nicht hier in dieser Sendung auch sein und nicht Musik machen und alles. Und von dem her bin ich natürlich auch dankbar, dass der damalige Lehrer gesagt hat, du, sing einfach mal. Und irgendwie hatte ich das Selbstbewusstsein damals, ich weiß auch nicht von wo, und habe das einfach mal probiert. Ja. Eigentlich wolltest du ja ein Sek-Lehrer werden. Und jetzt hast du die sichere Situation von einem monatlichen Gehalt, der immer aufs Konto kommt, für die Musik aufgeben. Ja, genau. Also eben, es ist, ich habe den Bachelor gemacht, vorletzten Sommer, als ich abgeschlossen habe. Und mit der Musik ist es halt immer mehr geworden. Und ich habe auch gefunden, eben, es ist so ein bisschen die Mentalität der Schweizer natürlich, zuerst etwas zu machen, wo man safe ist und nachher weiterzuschauen. Ich habe gefunden, jetzt ist der Moment dazu und den muss ich jetzt einfach nutzen. Wenn nicht jetzt, wenn dann. Und ja, und habe dann seither einfach das Musik gemacht. Du hast ein super Jahr gehabt. Hast können als Supporting Act sozusagen von Pegasus und vom Blick auf die Bühne stehen. Hat man da auch ein bisschen die Knäuschlotterie?
Ja, schon ein bisschen. Also, es ist natürlich schon ein Blick zum Beispiel in einer St. Jakobshalle Basel, wo man sonst halt, sag jetzt mal, von internationalen Acts kennt. Und eben, ich bin natürlich auch noch ganz alleine vor diesen Leuten gestanden, was es auch noch ein bisschen speziell macht. Nur Loop Station und ich. Und ja, das war sicher auch eine gute Erfahrung dort. Du verzichtest auf eine Band, hast deine Gitarre. Gibt es denn noch so Verstärkung, bandmässig? Ja, also ich habe eine Loop Station und jetzt seitdem so eine Loop Station. Genau, ja. Das ist das Gerät, das Sie hier am Boden sehen. Aha. Und das ist eigentlich ein Aufnahmegerät, einfach gesagt. Also, wenn man, es hat so drei verschiedene Spuren eigentlich. Und wenn man jeweils auf den linken Knopf drückt, dann fängt es an zu aufnehmen. Und wenn man dann wieder drückt, dann tut es eigentlich mit Aufnahme beenden. Und dann wiederholst du es die ganze Zeit in einer Endlosschleife. Darum auch Loop. Das ist sozusagen deine elektronische Band. Sozusagen, ja. Genau. Wie läuft das? Kannst du das mal zeigen? Ja, kannst du mal so einen einfachen Loop machen. Und jetzt spielst du? Genau, das spielt jetzt machst du die zweite Stimme dazu. Kann das hier noch stoppen. Und wenn Sie gerne möchten, würde ich Sie gerne dazu auffordern, jetzt etwas reinzulaufen in das Mikrofon. Und zwar, wenn wir hier reinreden, singen kann ich nicht. Aufnehmen. Sie können gerne etwas reden, zum Beispiel gegen Erstbacher oder so. Mal probieren. Also, tu noch mal los. Eschbacher! Ja, das ist schon super gut. Entschuldigung. Pardon. Ich sage, wenn es losgeht. Es hat noch nie aufgenommen. Ah! Ja. 1, 2, 3, 4. Eschbacher! Voilà. Ja, das war's. Dann kann ich wieder stoppen. Wieder los. Dann kann ich noch irgendetwas Beatboxen zum Beispiel dazu. Okay. Gitarre dazu, zum Beispiel. Das Orchester ist perfekt. Genau. Das Orchester ist perfekt. Das Publikum ist begeistert. Das verschlägt ihn sozusagen die Stimme. Damien, du spielst hier noch. Du begleitest dich selber, du komponierst auch und du machst deine Texte selber. Was genau für Geschichten erzählst du uns? Ja, es sind verschiedenste Geschichten. Also, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt nicht irgendwelche Geschichten, die erfunden sind. Mal, das gibt es zwar auch, aber ich sage jetzt mal, jeder von meinen Songs, jetzt auch zum Beispiel auf meinem Album, der hat irgendwie sicher einen wahren Kern, was man nachher noch dazu ausschmückt. Das ist natürlich dann, ja, das ist zum Teil mehr oder weniger. Und ich sage jetzt mal, eben auch mein Album ist ein bisschen, die letzten 2,5 Jahre, seit ich jetzt unter Damien Lynn Musik mache, so ein bisschen ein, ja. Eine Biografie von einem jungen Menschen. Musikalische Biografie, genau. Was machst du, wenn jetzt das nicht pattet mit dieser Musikkarriere? Ja, ich denke, ich nehme es jedes Jahr irgendwie vorzu. Also, ich werde auch wieder nicht stummer schauen, wie sieht es aus und so. Und dann mich entscheiden, ob ich vielleicht dann nebendran noch ein bisschen weitergehe, zu studieren oder ob ich noch mal ein Jahr voll auf Musik setze. Und einfach eben, was mir wirklich am wichtigsten ist, ist, dass ich, wenn ich irgendwann, sagen wir 30 bin, dass ich sage, ich habe es probiert. Und auch wenn es nicht geklappt hat, was auch immer klappen heisst, dann kann ich sagen, ich habe es zumindest mal probiert. Spielen muss man, das gibt auch die entsprechende Sicherheit. Manchmal sind die Zähler auch nicht voll. Ja, klar, ja. Also, es ist schon so natürlich am Anfang, eben vor allem wenn man den natürlichen Weg gehen will und jetzt nicht irgendwie eben über irgendeine Show. Casting-Shows. Genau, wenn man nicht eine Woche ein Star und dann genau, nie mehr. Eben, und wenn man von Grund auf, sage ich jetzt mal, eben, sich das erarbeitet, da gibt es natürlich schon auch Shows, wo du vielleicht mal vor 5 Nasen spielst. Und mir ist es wichtig, dass ich möglichst viel halt auch spiele. Und ich habe natürlich auch eine extreme Wertschätzung, wenn eben dann, plötzlich sind es dann vielleicht 10 Leute, dann sind es 50 Leute und dann 100 Leute und bestenfalls dann vielleicht irgendeine 500 Leute ausverkauftes Haus. Das ist so ein bisschen natürlich. Und vor einem Mädchen. Wow. Damien! Ja, Damien, unter anderem. Aber ich bin auch immer wieder froh, wenn es ein paar Jungs gibt. Jetzt ist gerade der Plattentäfi von ein paar Jungs. Die kommen dann sicher wegen der Musik. Ja. Die Jungs. Nein, aber das Lustige ist, die Jungs sind die, die mir Briefe geschrieben haben. Das ist wirklich. Ehrlich? Ja. Von 2 Jungs habe ich einen Brief bekommen, was ich nicht gedacht hätte. So, ja. Und die Mädchen, die stehen nachher parat beim Künstlerausgang. Ja, beispielsweise. Oder schreibt dann irgendwelche Nachrichten halt auf Facebook oder wartet noch irgendwie beim Backstage oder so. Mhm. Klar. Ist die Suche gross? Nein, ich glaube es nicht. Also eben, es ist irgendwie,
Klar ist das irgendwie eine schöne Wertschätzung und so, aber ich trenne das irgendwie wirklich so ganz klar irgendwie so die Musik und mir geht halt wirklich um die Musik und irgendwie nicht auf, um das jetzt wenig genau ausgesehen. Klar, schau ein bisschen, was da ist und so, aber ich bin wirklich irgendwie so ein Vollblutmusiker seit dem Anfang eigentlich, dass es für mich irgendwie so kommt zweitrangig ist. Kommt genug Geld rein, dass du davon kannst leben? Ist noch schwierig zu sagen, ja. Ich habe letztes Mal so ein bisschen eine saubere Buchhaltung machen und so. Und ich sage, im Moment wäre es schon noch recht hart, wenn ich das Glück habe, dass ich noch im Moment daheim wohnen kann. Mhm. Und wenn ich jetzt alleine irgendwo wohnen würde, wo ich Miete zahlen und alles, dann würde wahrscheinlich schon ein bisschen Grenzen kommen. Aber bestenfalls eben dann vielleicht in einem Jahr oder so, dass das plötzlich funktioniert. Wir drücken den Daumen, jetzt haben wir immer von Musik geredet und noch nichts gehört. Ja, genau. Gehst du noch gerne. Etwas zum Besten? Sehr, sehr gerne. Und zwar eine exklusive Version von Memories mit der Loopstation für Eschbacher. Ei! Gerne. Sind wir gespannt. Sehr gerne. Damien Lynn! Da haben wir noch rein drauf. Eschbacher! So, dann löschen wir jetzt. To look back at my life and I'm amazed. Not many things turn out the way I expected. Abandoned hope and shattered dreams. All the love that I rejected. And from a distance it all seems like a movie in which I did not get the lead, like the beauty. But I'm the beast who had to bleed, so it's my duty to regard it as a sign when I thought the world was mine. But now I see that I've been blind. Today I put my memories in a bag to the market with a tag and I take it out with flags. Today I will wallow in memories. Each day from the first to the last, take a look at the past. It all happened so fast. Each day I will wallow in memories. Today Damien Lynn, danke vielmals. Wünsche viel Glück für deine Karriere. Alles danke Gute. Ja, und jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Familie. Nämlich drei Schwestern mit einer einzigen Leidenschaft. Sie sind als Eishockeyspielerinnen nicht nur als Trio unterwegs für die Schweizer Nationalmannschaft, sondern hauptsächlich spielen sie für die ZSC Lions und bringen die entsprechenden Böcke jeweils ins Goal. Das ist ja nicht ein Wunder, denn schon ihr Grossvater hat für Meistertitel gesorgt, ihren Vater ebenfalls. Und die Brüder werden auch in Zukunft dementsprechend dafür sorgen. Herzlich willkommen, die Weidacher Ladies. Hier sind sie. Monika, hallo, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Jetzt habe ich aber eigentlich ein Trio angekündigt und ihr kommt nur zu zweit. Ist euer Schwester verloren gegangen unterwegs? Ja, genau, ja. In dem grossen Zürich. In dem grossen Zürich hat sie verloren. Nein, wo ist sie? Nein, sie ist in Japan mit der ETH. Für 10 Tage. Sie studiert Architektur, genau, und ist jetzt unterwegs. Genau. Monika. Ich muss immer fragen, habt ihr noch alle eure Zähne? Das fragt mich ja bei den Eishockeyspielern.
Ist es so? Ja, das fragen die meisten, aber als Frau man muss Gitter haben. Wir müssen Gitter, mit Gitter spielen. Also die Frauen, die geben mehr Acht auf ihre Gesundheit. Ja, genau. Ist eigentlich das Spiel gleich rasant bei den Frauen wie bei den Männern? Nein, also inklusive Schlägereien? Ja, aber bei den Männern ist es viel aggressiver. Mhm. Ja. Also das heisst, man schont sich ein bisschen oder spielt intelligenter? Wie würde man das definieren? Intelligenter würde ich glaube nicht sagen. Aber ja, körperlich sind wir halt nicht so stark, physisch viel schwächer. Und von dem her hat sich das einfach so ergeben, dass man bei den Frauen nicht unbedingt checkt. Mhm. Klar geht es hier und da auch zu und her, aber nie so wie bei den Männern. Ich habe es am Anfang gesagt, ich komme aus einer Familie, die Eishockey eine lange Tradition hat. 8 Geschwister, 3 ältesten Schwestern machen das Gleiche. Wie ist es mit den Brüdern? Ja, die spielen auch alle 5 spielen Hockey. Also die ganze Familie? Ja, die ganze Familie. Außer die Mama? Ja, genau. Oder muss die auf sein? Ja, sie probiert es auch. Wie ist es, Monika? Ihr seid die Älteste und die Erste, die angefangen hat. Bielmann-Pirouette ist gar nie in mal, Diskussion gestanden. Als ich mit 4 bin ich ins Eiskunst schlafen gegangen, bis 6. Und dann im Kindergarten, ich weiss, wir sind mit denen, die immer zusammen waren, wir sind immer ins Eishockey. Und irgendwann wollte ich das auch. Wollen. Und dann, ja, mein Vater hatte am Anfang nicht so Freude gehabt. Also, es hat es halt nicht gegeben vorher. Es hat noch nie ein Mädchen da gespielt. Hat er sich da geschenkt? Ja, ich glaube schon. Ja, nein, er war halt dort im Club und hat sich nicht wollen, dass genau seine Tochter fängt jetzt hier an zu spielen. Er war noch Präsident vom Eishockey Club in Arosa. Und dann hat er doch gemeint, sonst meinen alle, er zwingt mich, um das zu machen. Aha. Ja. Aber es ist also gar kein Zwang. Nein, ich kann unbedingt wählen, ja. Hat Giel das cool gefunden, plötzlich eine blonde Mitspielerin zu haben mit langen Haaren? Nein, am Anfang, ich glaube, mit 6, man kriegt das, sind alle gleich. Und dann mit der Zeit, wenn man mit 6 anfängt, es ist einfach normal. Und auch für die Buben, die man immer zusammenspielt, es wird wie normal. Und sicher mal mit 12, 14 kommen neu dazu, aber man gewöhnt sich daran. Mhm. Es ist eine Mannschaft, eine Frauenmannschaft, hätte er noch nicht können gründen, aber dir. Nina wollte schnell eure Schwester den Rücken stärken. Ja, für mich, ich bin zwar auch mal ins Eiskunst schlafen gegangen, aber für mich hat es nicht viel anders gegeben. Nachdem sie auf dem Eis waren, hat mich meine Mutter auch schnell aufs Eis gesteckt. Und hat gesagt, spiel mit. Ja, aber wir sind zu Rose aufgewachsen und haben halt auch noch Ski gefahren. Aber es wird uns allen 8 Hockey immer besser gefallen. Mhm. Also es hat auch eine Skifahrerkarriere gegeben bei euch? Ja. Aber ich glaube schlussendlich, mit Eishockey, du bist halt immer im Team, du bist mit anderen zusammen. Und Skifahren ist man auch immer zusammen. Und wir sind auch in viele Trainingslager gegangen. Aber schlussendlich ist es halt ein Einzelsport. Ein Einzelsport. Und es ist viel schwerer als Eishockey. Mhm. Nur schon die Trainings. Und man muss, es ist so intensiv. Und ich glaube, ja, als Eishockey ist es halt gleich einfacher als Frau. In Männersport bei Eishockey werden die Herren gross gezahlt. Wie ist das bei euch, Nina? Gar nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist okay, solange es uns Freude und Spass macht, spielen wir glaube ich, weiter. Und es geht allen so hier in der Schweiz. Allgemein, auch in Amerika und in Kanada, verdient man eigentlich nicht gross etwas oder also gar nicht. Also Frauen sind da immer noch am kürzeren Hebel? Ja, sehr. Mhm. Also wenn man da sieht, was Männer verdient. Aber, ja, ein bisschen eifersüchtig wird man, oder? Ja, ja und nein. Ihr seid in Sochi mit dabei und habt für eine grosse Sensation gesorgt. Eure Frauenmannschaft Bronzemedaille mitgenommen. Das ist die, gell? Ja. Ja. Ein unglaublicher Triumph war das. Man sieht hier noch so einen kurzen Ausschnitt aus dem denkwürdigen Match, den ihr im letzten Moment noch aufgeholt habt und dem empfindlichen oder dem gegnerischen Team zeigt, wo der Mostli den Bart hält. Mit was für einem Gefühl, jetzt, wenn man diese Bilder sieht, ist man da wieder so, im Rückblick emotional berührt. Ja, wenn ich die Bilder sehe, war es natürlich etwas Einmaliges, das man so schnell nicht mehr wird erleben, aber eben auch nie mehr vergessen. Und ja, eine schöne Zeit. Mhm. Und seid ihr, Monika, eifersüchtig gewesen, dass ihr nicht mitspielen dort in diesem Team? Ja, es war sicher schon, aber ich habe es ihr gegönnt und mega gefreut für sie natürlich. Mhm. Ja. Jetzt, ihr müsst ja arbeiten, dass ihr überhaupt eine Chance habt, zu überleben. Ihr seid hier zusammen, zu dritt, alle 3 Schwestern, in Amerika gewesen. Wie wichtig ist jetzt so ein Aufenthalt miteinander, wo man immer aufeinander oben hockt und sich gegenseitig auf den Wecker gehen könnte? Ich glaube,
wir sind eigentlich schon seit früher sind wir immer mega oft zusammen gewesen und man gewöhnt sich wieder und wir haben es alle mega gut zusammen und es ist halt nicht nur eine Schwester, es ist halt auch wie eine beste Kollegin, weil man halt gleich alles zusammen macht. Mhm. Und auch in den USA, es ist normal. Es ist eigentlich noch schön, man hat immer jemanden. Ja. Ihr habt dort auch eine Management-Ausbildung gemacht, arbeitet jetzt auf einer amerikanischen Bank. Wie reagieren die Kollegen, wenn sie wissen, da ist ein harte Eishockey-Spieler dran, dann müssen wir karrieremässig Acht geben? Ja, ich muss auch nicht. Ist das ein Thema am Arbeitsplatz? Ja, ich glaube, es war etwas Neues für sie. Sie haben das vorher nicht gekannt. Aber eben, es ist nicht mega nett und jetzt das Wissen, dass ich Eishockey spiele, sie verfolgen es auch und sie wünschen immer Glück und ja. Also von dem her ja, haben wir noch beim Arbeitsplatz Unterstützung. Und es ist halt, vorher kennt man es nicht. Und wenn man dann halt mal jemanden kennt, dann schaut man automatisch ein bisschen mehr. Logisch. Ja. Ihr habt etwas ganz Besonderes gewählt. Ihr seid sozusagen beim Erzfind von ZSC Lions, nämlich bei Kloten im Management tätig. Geht das? Oder ja, wird man muss, wenn man klotige Frauenmannschaft hat. Nein. Ja, ich mache dort auch Vermarktung. Also ich bin angestellt bei Titbit GmbH. Die machen die Vermarktung und Sponsoring von Kloten Flyers. Und jetzt bin ich dort eigentlich im Marketing tätig. Muss man dort auch ein paar dumme Sprüche hören? Ja, der sehr. Name der Firma ist auch noch speziell Titbit. Wir müssen einmal lachen, jetzt nach dem 20. Mal. Vor allem von den amerikanischen Kolleginnen. Ja, kann man vorstellen. Ja, von der Familie geredet. Ein Teil der Familie ist da. Ja, gestattet ihr, dass ich da schnell euren Grossvater und Vater und Mama noch interviewe? Was war das so für ein Gefühl gewesen bei euch daheim, als plötzlich eure Grosskind Mädchen aufs Eis sind? Ja, das ist ein bisschen komisch vorgekommen. Ja. Ein Mädchen Hockey nicht so eine Freude gewesen. Nicht? Aber ich habe ja nichts mehr zu sagen, ich war schon vorbei gewesen. Aber jetzt ein stolzer Grossvater, oder? Ja, man kann Freude daran haben. Ja? Ja, ja. Aber das ist jetzt eine Zwischenstation. Wir wollten mal schauen, in 10 Jahren, was aus ihnen rausgekommen ist. Aber, ja, genau. Ja. Aus euch ist ja etwas rechts geworden, oder? Ja, ich hatte auch viel Glück, dass ich gesund war und zur richtigen Zeit in der Rose. Ich bin jetzt einer, der immer Heimweh hatte. Ich musste früh in die Lehre, ein Lausbub war. Und dann haben sie mich früh abgeschoben auf Chur die Lehre. Aha, das ist Eishockey eine wunderbare Möglichkeit, für so ein bisschen die Stollen abzustossen. Eishockey war natürlich anders zu dieser Zeit. Da hat man kein Geld gekriegt. Ich darf es fast nicht sagen. Das erste Mal in meinem Leben können Auto fahren auf Zürich. Auf dem Dolder hat ZSC noch gespielt. Dann haben wir die zwei Jüngsten, wir sind 6 Jahre jünger als Ueli, Poltera und Gebi. Wir waren Lückenbüßer. Früher war es noch Sportzeitung. Es stand Ueli mit seinem Buben. Ja. Und also, wie bei Ihnen hat es nicht einen Haufen Geld gegeben? Wir im Dolder dürfen zu Mittag essen. Das war natürlich etwas, was wir noch nie hatten. Und die guten Spieler, die waren schon nervös. Dann hat es letztens noch ein Dessert gegeben, Glace. Und dann hat die Treppe geschumpfen und dann mussten sie abräumen. Und das war nicht gut für die Kondition. Nein, aber wir waren dort schon ein bisschen abgeschlagen. Danach hatte es früher im Dolder so eine spanische Wand. Und ich hatte einen Tisch hinten dran. Und die Kellner mussten die Glasse wieder hindern. Und dann sind sie hinter die spanische Wand. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, jetzt warten wir, bis sie gegangen sind. Dann haben wir statt ein Becher gelassen, 2 Becher vor dem Match. Das war sozusagen Gage. Dir als Mutter mit 8 Kindern, dauernd dran, irgendwelche Liebli zu waschen? Ja, man ist immer ein bisschen dran, aber man gewöhnt sich dran. Es kommt eins nach dem anderen. Gibt es denn noch andere Gesprächsthemen bei euch am Tisch als Eishockey? Ja, auf jeden Fall. Ist wahr? Doch, ja, ja. Ja. Jetzt, Eishockey-Ausrüstungen brauchen relativ viel Platz. Habt ihr den Lagerraum angemietet bei euch? Ja, man müsste schon eine Idee haben. Mit der Garage ein bisschen gebraucht, die Wäschküche sieht halt ein bisschen anders aus als an anderen Orten. Und wie viele Kilometer habt ihr abgeraschelt, für alle eure Kinder jeweils ins Training zu bringen zum richtigen Moment? Ja, das täuscht sehr aus. Haben wir den Vorteil, dass es natürlich kurze Wege, wo es dann weiter sind. Ja, es sind ein paar Kilometer, aber man hat es ja gerne gemacht. Du warst nicht allein im Auto. Ihr habt euch geschämt am Anfang. Ja, geschämt ist vielleicht ein anderes Wort. Es war einfach komisch. Oder? Man hat eben, wenn wir selber Hockey gespielt haben, und man muss sich als Frauen Hockey gewöhnen. Oder?
Ich glaube, das geht vielen so. Geschämt ist vielleicht ein falsches Wort. Aber klar, ich meine, wenn wir dort hätte wählen können, wären wir vielleicht stolzer gewesen, wenn Ski gefahren wären als Mädchen. Aha. Aber jetzt hat es geändert, oder? Oder nein, ich glaube auch. Die also. Hat ja keine Medaille mit heimgebracht. Sie hat es geschafft. Ja, aber es ist auch einfacher bei den Frauen. Ja, einfach bei den Frauen. Hey, der Fahne. Jetzt gibt es ja einfach noch Diskussion daheim. Zum Glück kommen wir nicht mehr. Ja, einfach bei den Frauen. Ja. Nächstes Ziel. Bei euch sportlich? Wir haben gesagt, sicher mit dem ZSC Schweizermeister möchten wir es unbedingt schaffen. Ich glaube, wir schaffen es auch. Und an die WM hoffen wir. Mit ja. Weidachers im Sturm. Wir drücken den Daumen. Danke vielmals. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Wir werden Frauen-Eishockey verfolgen. Monika, Nina, danke vielmals. Ja, eine illustre Familie. Jetzt haben wir jemanden zu Gast. Für den hat eigentlich Unfälle, Verbrechen und Kriminalgeschichte in seinem ganzen Leben eine grosse Rolle gespielt. Irgendwie hat man das angezogen. Ursprünglich noch als Journalist, wo er immer über das Thema jeweils in ihrer Boulevardzeitung geschrieben hat. Später hat er Seite gewechselt und hat als Mediensprecher von der Kantonspolizei in Bern auch über die Arbeit der Polizisten im Einzelnen informiert. Und heute ist er pensioniert. Was macht er? Er schreibt Kriminalromane. Ja, also, da kann man jetzt sagen, es ist eine geradlinige Lebensgeschichte. Was dahinter steckt, werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen, Jörg Mosimann. Ich bin hier. Grüß dich, Herr Mosimann. Schön, dass ich da bin. Schneller Platz. Ja, ich habe es vorhin gesagt, bei euch gehen Unfälle und Verbrechen so geradlinig durch euer Leben. Was interessiert euch an diesem Phänomen? Ja, das ist etwas, das ich mich eigentlich schon selber gefragt habe. Weil ich weiß schon, als Kind oder als Jugendlicher habe ich festgestellt, dass zum Beispiel in der Rubrik Unglücksfälle und Verbrechen nebst den Zivilstandsnachrichten wahrscheinlich die meistbeobachtete Rubrik ist. Ja. Und da hat eigentlich bis heute noch nicht viel geändert. Du hast ursprünglich als Journalist gearbeitet, für eine Boulevardzeitung, die berühmteste, wenn man so darf sagen. Wenn man jetzt über Verbrechen schreibt, ist man da nicht als Journalist auch immer ein bisschen in Gefahr, dass man für eine geile Schlagzeile zum Teil Geschichten schreibt, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Und ich habe die Erfahrung eigentlich auch nicht gemacht. Man ist viel langlebiger. Wenn man bei der Wahrheit bleibt, auch wenn es manchmal halt nicht so, wie soll ich sagen, so gut tönt, so cool tönt. Mhm. Jetzt im Laufe eures Leben ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass im Prinzip jeder Mensch ein gewisses Potenzial hat, kriminell zu werden? Das würde ich jetzt nicht umschreiben. Das würde ich, jetzt nicht. Ich kenne so viele Leute, die so viele gute Leute sind. Nein, also die, das glaube ich nicht. Was hat euch mehr interessiert, das Leben lang? Der Täter oder das Opfer oder der Grund, wie so eine Tat ist entstanden? Verschiedene Sachen. Also, der Täter, ganz logisch, aber vor allem der Grund. Warum macht jemand so etwas? Und was mich ganz besonders fasziniert hat, das ist die Ermittlungsarbeit der Polizei. Das hat mich richtig in Band gezogen. Und als ich dann gewechselt habe, als ich mir selber eigentlich wie eingehockt oder gestanden bin, als ich die Nähe drin gesehen habe, dann muss ich sagen, ups, da ist einiges an Büte hinten dran, da ist einiges an Überlegungen hinten dran. Etwas, was eigentlich öffentlich gar nie bekannt ist und sicher auch nicht weh. Wo man zum Teil auch der Polizei Unrecht tut, wenn man sagt, sie hat nicht schnell genug die richtigen Spuren verfolgt. Sie muss nicht schnell sein, sie muss gut sein. Das ist so. Man hat ja gesagt, ihr seid Mediensprecher worden von der Kantonspolizei, weil ihr selber immer geschnüffelt habt und der Polizei sozusagen die Büte weggenommen. Stimmt das? Das wird mir angedichtet worden, das hat mir erzählt. Das ist nicht unrichtig. Mhm. Also. Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Es ist nicht unrichtig, dass ich einen recht grossen Informantenkreis hatte. Das heisst aber nicht, dass die alle bei der Polizei waren. Sondern es gibt ganz viele Leute, die sehr, sehr viel Mitteilungsbedürfnisse haben. Ich denke zum Beispiel, Briefträger, die vernehmen so viel. Gewaffen sind zum Beispiel von ganz dankbaren Subjekten.
oder Servicepersonal zum Beispiel. Also man vernimmt sehr, sehr viel auch dort. Das heisst grundsätzlich, und das gilt ja nicht nur für Ermittlungsarbeit, zuhören ist die wichtigste Eigenschaft. Das ist genau so. Zuhören und vor allem eins, fair bleiben und auf gut Deutsch gesagt, nicht mehr verarschen. Wenn ihr zurückschaut, habt ihr das Gefühl, ihr habt diesen Prinzipien immer treu bleiben in all euren Tätigkeiten? Grossmehrheitlich würde ich sagen, habe ich das können. Mhm. Weil das war nicht ganz so einfach, das muss ich auch zugeben. Es hat verschiedene Situationen gegeben, wo man sich wirklich überlegen musste, Und ich musste mich zurücknehmen und sagen, nein, ich muss morgen auch wieder bügeln, ich muss in einem Monat wieder arbeiten. Vielleicht begegne ich den gleichen Leuten wieder. In einem anderen Fall bin ich auch froh, wenn eben die Einvernehmen noch so gut ist. Als ihr bei der Polizei gearbeitet habt, fast 20 Jahre, dann seid ihr nicht einer, der primär am Bürotisch gehockt ist, sondern auch immer wieder an die Orte hergegangen ist, wo die Sachen passiert sind. Wie betrifft denn das? Also vielleicht mal der Grund, warum ich das gemacht habe, war der, weil ich gesehen habe, was passiert ist. Ich wollte mir selber einen Eindruck machen, ein Bild machen. Weil nur wenn man das kann, kann man nachher auch entsprechend auch kompetenter Auskunft geben. Das ist mal das eine. Und betreffend, es fährt ein. Also das soll man niemandem sagen, es fährt nicht ein. Man fährt auf überlegen und vielleicht der eine Fall oder der andere Fall beschäftigt einen mehr oder weniger. Oder was für Ereignisse haben euch besonders betroffen gemacht? Das ist sehr lapidar, aber das waren auch die Ereignisse, wo Kinder als Opfer zu Schaden gekommen sind. Gibt es etwas, das euch immer noch im Kopf ist? Ja, es gibt es. Also, es gibt einen Fall, wo ich heute noch sicher pro Jahr 4-5 Mal ins Grab von diesem Kind. Und es hat einen anderen Fall gegeben, da habe ich ein Buch darüber geschrieben. Das war ein Tötungsdelikt an einem 10-jährigen Kind in Erlach. Und das hat euch jetzt wieso so stark beschäftigt? Ja gut, das war nicht nur das Delikt als solches, sondern dort war ich noch Journalist. Es hat so viele Facetten gehabt, das ganze Ereignis. Der Umgang auch mit der Justiz zum Beispiel. Klar, die Justiz hat manchmal nicht so gern gehabt, wenn man als Journalist ein bisschen mehr gewusst hat, als sie sich eigentlich vorgestellt haben, wo vielleicht etwas in der Zeitung gestanden ist, was sie nicht gern gehabt, dass das öffentlich wird. Mhm. Der hat gesagt, dort, wo Kinder involviert sind, wie verschafft man das? Also jetzt noch gerade ein Polizist, der nachher muss genauer erkunden, was die Hintergründe waren. Hat man auch schon zu eurer Zeit probiert, das auch in Gespräche aufzuschaffen? Oder wie sind die Fälle jeweils auf der Polizei behandelt worden? Selbstverständlich sind die Fälle behandelt worden. Es hat in der Regel immer ein Debriefing gegeben, das ist mal das eine. Aber zwischenzeitlich hat man natürlich geredet unter den Kollegen und so weiter. Man hat wirklich einfach das so probiert zu verschaffen. Ich habe persönlich ja nie einen Psychiater gebraucht, ich habe nicht in dem Sinn Mühe gehabt. Und was natürlich der Vorteil war, ich habe eine gute Frau, ich konnte mit der Frau darüber reden. Das ist von dem her so, ist das Problem losgegangen. Aber es hat wirklich Fälle gegeben, die wirklich echt nachgegangen sind. Mhm. Ihr seid jetzt pensioniert und ihr schreibt Kriminalromane. Heisst das mit anderen Worten, da werden alte Fälle in dem Sinn jetzt verarbeitet noch in Form von einem Kriminalroman? Das war beim ersten Buch der Fall, ganz eindeutig. Also ich habe die Fälle zwar alle frei erfunden, aber mir hat man gesagt, von Seiten der Polizei, die kennen wir auch. Die Fälle, wie kommen uns irgendwie bekannt vor. Das stimmt. Und eben, wie gesagt, der letzte ist jetzt Tatsachenroman, sage ich jetzt mal. Figuren drumherum sind frei erfunden. Aber der Kern der Geschichte ist absolut authentisch. Und was möchtet ihr den Leser mitteilen mit diesen Kriminalromanen? Ja, was würde ich ihnen mitteilen? Ich möchte einfach vielleicht etwas noch sagen zu dem Fall, der bis jetzt noch gar nicht publik geworden ist. Und vielleicht einfach auch noch einmal in Erinnerung rufen, was geht in jemandem ab? Was geht in einem Mörder ab, wenn er ein Kind, das 10-jährig ist, umbringt? Was ist die Motivation für das? Findet man da Erklärungen?
Ja, zum Teil schon, ja. Ja, allerdings gibt es auch Fälle, die ich erlebt habe, wo eine Gruppe Jugendliche, ein Kollege von ihnen, einfach geschossen hat. Einfach so. Und wirklich einfach so. Weil man gar nicht gewusst hat, was anderes machen. Mehr noch, man hat 600 Franken Kopfgeld ausgesetzt für den, was machen, was er wagt, das zu machen. Das ist passiert. Und wo man dann, wo die, wir haben sie verwünscht, alle. Und da hat eine Person hat gesagt, ich bin ja nicht, also ich habe es ja nicht gemacht. Also, ich komme ja, wie viele 14 Tage bin ich eh wieder aus der Kiste. Sie war aber dabei, gewesen, die Person, hat notabene auch die Idee von den 600 Franken gehabt. Und das hat letztendlich 14 Jahre Zucht ausgegeben. Und hat hauptsächlich nicht verhindert, dass ein anderer Mensch umgebracht wird. Gibt es da eine Wut? Wenn man jetzt in diesem Metier arbeitet? Ja, Wut ist falsch. Es gibt nicht eine Wut, es gibt vielleicht auch eine gewisse Ohnmacht. Oder man fragt sich ganz intensiv, wie weit haben wir das gebracht? Mhm. Also, ist die Welt schlechter geworden in den letzten 20 Jahren? Nicht, aber die Leute zum Teil. Das ist eure Überzeugung? Das ist meine Überzeugung, ja. Also das heisst, man hat weniger Respekt voreinander? Oder liest man einfach mehr in den Zeitungen davon? Ja, wenn ich das über die Fälle so drüber schaue und sage, ja, vielleicht der eine oder andere hat sich vielleicht auch von irgendeinem Film inspirieren. Oder man hat einfach man ist auf völlig schwachsinnige Ideen gekommen. Man muss sagen, das ist wirklich einfach dumm, mehr als dumm, wo nicht entschuldbar, nicht einmal erklärbar. Mit was könnte man denn so etwas verhindern? Also das Patentrezept kann ich jetzt hier nicht geben. Das weiß ich. Also. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es in der Zeit, ich weiß es nicht. Mit mehr Respekt vielleicht vor einem Land, man muss vielleicht mehr Respekt haben vor dem anderen. Daheim lernt und vielleicht auch sonst und das auch probiert umzusetzen. Absolut. Was ist euer Ermittlerverein in euren Kriminalroman? Der Herr Wüterich, der Aschi. Herr Wüterich, das ist so eine Figur, die habe ich auch zusammengebastelt aus mehreren authentischen Figuren. Und ich muss zugestehen, Ein Teil davon ist auch von mir, kommt auch noch von mir. Das ist ein bisschen ein cleverer, ist ein bisschen Knorz. Damit wollte ich nicht sagen, dass alle Emmentaler Knorz sind. Er kommt aus dem Emmental. Aber es ist ganz ein cleverer, ist ein gewitzter. Aber er hat, was er hasst, wirklich hasst, das sind Leute, die er nicht gern, die die deutsche Sprache mit englischen Ausdrücken torpedieren. Aha. Hat er gar nicht gern. Okay. Und er hat ein sehr, sehr differenziertes Verhältnis, zum Beispiel zur Computerarbeit und so. Also die moderne Technik. Und er, das gibt Konfliktpotenzial. Also kann man gespannt sein, der neueste Roman ist jetzt gerade rausgekommen. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Bitte. Und schreibt vom Guten auch zwischen, was in den Menschen ist. Ja, das gibt's nehmen wir das Herz. Ja. Ja, danke vielmals, Herr Mosima. Alles Gute. Ja. Ja, wir haben es ja heute von den Fangquoten und da gehört selbstverständlich auch das Fischen dazu. Sie, meine nächste Gesprächspartnerin, sie macht etwas als Beruf, wo die meisten eigentlich nur als Hobby machen. Hunderttausende stehen jeweils an einem Flussufer und tun ihre Rute mit einem Wurm dran im See baden, schauen in die Landschaft und warten, bis jemand anbeißt. Und bei ihr ist das ein Fulltime-Job. Ja. Und was möglich ist rund um die Tätigkeit, ist die Tatsache, dass sie uns die wunderbarsten Seen und Flüsse rund um die ganze Welt zeigt, indem sie Videodokumentationen für Fernsehstationen macht und auch vielleicht den Reiz vom Angeln ein bisschen näher bringt. Ja, da ist sie, unsere Berufsfischerin. Herzlich willkommen, Barbara Kiewski. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank.
Viele machen das ja, das Angeln, und ich habe nämlich jetzt noch da mein Köder. Mit dem angeln Sie auch? Ganz genau, ja. Ja. Machen das als Hobby, Sie stehen stundenlang am Ufer und warten, bis etwas anbeißt. Wann haben Sie dann als Backfisch angefangen, Fische zu fangen? Ich habe mit den Fischen vor rund 16 Jahren begonnen und mache das seit 5 Jahren beruflich und seit 3 Jahren Vollzeit. Wie haben Sie dann die Freude am Fischen gekriegt? Die Freude, die hat mir mein Papa mit auf den Weg gegeben. Ich habe als kleines Mädchen mit meinem Papa ganz viele Fischdokumentationen angeschaut und das hat mich sehr geprägt. Ja. Was ist die Faszination für Sie vom Angeln? Angeln ist für mich, ich bin draußen an der Natur, ich bin an der frischen Luft. Das ist halt einfach die Ruhe, die einen umgibt und ja, die ganze Atmosphäre. Ja. Die meisten sagen ja, das ist Meditation. Sind Sie ein so geduldiger Mensch? Nein, überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Ich bin sehr ungeduldig, ich bin nicht still und werde sehr zappelig. Aber es ist tatsächlich so, dass ja, die heutige Zeit ist ja sehr, sehr schnell. Und das Angeln, das entschleunigt ein bisschen. Also man kommt so ein bisschen runter, weil man eben in der Natur ist und ja, und sich da so ein bisschen mehr Zeit lässt. Wie reagieren dann die männlichen Kollegen, wenn plötzlich neben ihnen eine attraktive blonde Dame steht und auch ihre Rute in das Wasser taucht? Ach, eigentlich total positiv, ja. Ja? Mhm. Hören Sie nicht dumme Sprüche? Am Anfang waren sie ein bisschen da, und, aber da hört man einfach weg. Das gehört so ein bisschen mit dazu. Aber das hat sich ganz schnell gelegt. Die nehmen mich als professionelle Anglerin wahr, die nehmen mich als, ja. Wie kann man davon leben? Ja, also, ich reise sehr viele, ich blogge darüber und schreibe Reiseberichte, ich schreibe Fachartikel in Fachzeitschriften. Im Winter sind es die Messen. Ich habe aber auch jetzt in Kanada eine TV-Show abgedreht. Das sind viele kleine Einnahmequellen, die das halt ermöglichen. Das sind Sponsoren, die hinter einem stehen, ja. Und es sind natürlich auch die Eigenprodukte, die ich an den Mann bringe. Mhm. In Amerika sind ja die Angler, die Profi-Angler, also ihre Kollegen, sind hoch bezahlt. Geht es da um Trophäen oder was ist dann die Motivation? In Amerika, das ist ein ganz anderer Markt. In Amerika ist das natürlich ein bisschen mehr, ja, mehr eine Competition. Da geht es darum, diese Competition zu gewinnen und dann eben auch das Geld zu gewinnen und so weiter. Das ist aber nicht das, was mir Spaß macht. Also auf Wettkampf angeln und so, da bin ich nicht der Typ. Da geht es wirklich möglichst schnell, einen möglichst großen Hecht an der Angel zu haben. Ja, es geht, in Amerika ist der Sportfisch Nummer 1 der Schwarzbarsch und um den dreht sich das alles. Mhm. Erinnern Sie sich noch, was so Ihr tollster Moment war in den letzten 3 Jahren? Das war in der Mongolei. Ich war letztes Jahr zu dieser Zeit in der Mongolei. Und da ging es, da kam gerade der Winter ins Land und es war bitterkalt. Nachts hatten wir minus 15 Grad. Und ich bin dann so 8 Stunden in 1 Grad kaltem Wasser gedriftet mit den Beinen und so. Und, aber ich bin an einer, in einer Natur gedriftet, die völlig unberührt war. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und haben Sie auch was gefangen? Da habe ich auch auf Huchen geangelt und die habe ich dort auch gefangen, ja. Mhm. Geht es dann für Sie auch die Sensation, jetzt habe ich einen Riesenfisch an der Angel? Das denkt man immer so, weil ich, zum Beispiel auf Facebook poste ich ja meine Fänge. Das ist halt auf eine lange Spanne hin. Also natürlich poste ich oder publiziere ich die Fische, die groß sind, aber ich fange natürlich auch so kleine Fische, Fische, die für die Küche perfekt sind. Ist Fischessen Ihr Lieblingsessen? Ja, definitiv. Es ist auch für mich, es gibt überhaupt nichts weitgerechter und biologischer als den Fisch, den man selbst fängt, zu essen. Und es ist auch so, dass man viel weniger wegschmeißt. Also zum Beispiel ja, an der Theke oder wenn man sich da eben Fleisch kauft oder Fisch oder so, da geht man einfach ein bisschen anders mit um, ja.
große Fische, da haben Sie ja auch unheimliche Bilder gepostet. Was war Ihr größter Fisch, den Sie je rausgezogen haben? Das war gar nicht vor allzu langer Zeit. Das war in Da sehen wir ihn gerade, ein Riesending. Das ist ein Wels. Der hatte rund 2,50 Meter, um genau zu sein 2,49 Meter. Den habe ich in Südfrankreich am Rhône-Delta gefangen. Aber der landet nicht in der Pfanne. Ist ein bisschen zu groß. Ja, ja, ist ein bisschen groß. Also, Sie lassen die Fische dann wieder ins Wasser? In dem Falle ja. Ja. Also wenn ich große Fische fange, die sind sehr wichtig für die Reproduktion eines Gewässers und die lasse ich dann wieder zurück. Ja. Es gibt ja viele Tierschützer und die sagen, also das ist gar nicht gut. Man soll die Fische nicht wieder vom Haken nehmen. Die haben Stress und die leiden und haben dann ein Problem, bis das Maulwerk wieder genesen ist. Was antworten Sie diesem Vorwurf? Diese Antwort, die beantworte ich für mich mit Nein. Ich kann da auch ein schönes Beispiel nennen. Zum Beispiel nehmen wir den Karpfen. Wenn ich auf Karpfen angel und den fange, dann sehe ich sehr viele Einrisse im Mundbereich. Das kommt daher, weil der Karpfen sich von Muscheln ernährt. Also, und er würde sich ja nicht von Muscheln ernähren, wenn es ihn schmerzt. Also, von daher. Und andere Fische fressen auch andere Fische, die Stacheln haben. Von daher ist beantworte ich diese Frage für mich mit Nein. Ja, also man darf ihn dann einfach nicht zu lange nach Luft japsen lassen, genau. Sondern das geht alles ganz möglichst schnell wieder zurück. Ja. Gibt es eigentlich Tricks für andere Hobbyfische, wie man am besten zu seiner Beute kommt? Der Köder muss im Wasser sein. Ja, eben, genau. wenn der in der Köderbox ist, fängt er natürlich aber nicht. Aber Sie haben eine Köderbox hier dabei. Gibt es da besonders interessante Dinge, die sehr hilfreich sind, um möglichst rasch seine Beute zu machen? Also es kommt immer auf das Gewässer an. Zum Beispiel, wenn man an sehr klaren Seen fischt, wie zum Beispiel hier gibt es ja sehr viele Bergseen, da muss man Köder nehmen, die sehr natürlich sind. Und damit imitiere ich die kleinen Köder, die kleinen Futterfische nach. Und, das ist auch ein lustiges Spielzeug. Ja. Ja. Ansonsten kann man natürlich Köder auch selbst bauen. Das sieht dann so aus. Das imitiert. Das ist eher ein Eichhörnchen. Ja, ganz genau. Damit habe ich in der Mongolei zum Beispiel die Huchen gefangen. Das ist sehr schön. Und die Fische finden das lustig. Ja, ob sie es lustig finden, weiß ich. Also das hüpft halt auf der Wasseroberfläche rum und wenn man schnell genug ist und der Fisch halt nicht viel drüber nachdenkt, dann schnappt er sich den einfach. Es gibt aber auch so kleine Teigköder, die man halt einfach auswirft und wartet, dass der Fisch vorbeikommt. Und, ja. Oder auch für kleinere Exemplare diese Dinger hier. Ja. Gibt es ein sicheres Rezept oder sind auch Sie manchmal frustriert? Frustriert nicht, aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich überhaupt nichts fange. Mhm. Man muss halt viel am Wasser sein und da habe ich das große Glück, dass ich das bin und da bleibt es ja nicht aus, dass ich dann eben auch meine Fische fange. Gehen Sie jeden Tag fischen? Am liebsten ja. Und reicht die Zeit auch? Am liebsten Tag und Nacht, wenn möglich. Ja, es ist in meinem Beruf ist es so 50-50. Also ich verbringe sehr viel Zeit am PC und mache viel PC-Arbeit, aber am liebsten bin ich ja doch am Wasser und angle. Ist es wirklich so, dass es eine Trendsportart geworden ist in den letzten Wochen oder Monaten? Also zum Beispiel bei uns in Deutschland kann man beobachten, dass immer mehr Frauen zu diesem Sport Zugang gewinnen. Ich glaube, das ist in der Schweiz auch so, dass das speziell das Raubfischangeln mit Kunstködern sehr gut ankommt und sehr gefragt ist. Also hoffen wir einfach, dass dann die Seen nicht ausgefischt werden, wenn raffinierte Anglerinnen jetzt zu Hunderten am Ufer stehen. Der Respekt vor der Natur ist ein wichtiger Bestandteil. Absolut. Das lernt man zum Beispiel, also bei uns in Deutschland müssen wir ja die Fischereiprüfung machen und da lernen wir eben den Umgang mit der Natur, mit den Fischen, was man zu tun hat, wenn man eben einen Fisch am Haken hat. Und
Natürlich, das bleibt ja nicht aus. Und wenn man ans Wasser kommt, da möchte man ja auch eben einen sauberen Platz vorfinden. Und dementsprechend, wenn ich dann an Müll am Ufer sehe, dann nehme ich das einfach mit, weil ich nicht möchte, dass der Nächste, der da kommt, dann eben so ein vermülltes Uferbereich sieht. Kriegt so ein großer Wels auch einen Kuss auf den Fischmund? Ja. Ja? Also ja. Jeder Fisch, bevor er wieder zurückgeht ins Wasser, wird... Ja, wachgeküsst. Und gab es schon mal einen Prinzen, der draußen standen ist? Ja, bei einem Fisch ist das passiert. Tatsächlich? Ja. Sie haben Ihren Freund beim Fischen kennengelernt? Ja, sozusagen, ganz genau. Also das Hobby verbindet natürlich und das ist, oh ja. Vielen Dank, Barbara. Dankeschön. Fischen als neue Trendsportart und die Fangquote bei Ihnen ist ganz offensichtlich groß. Ich danke Ihnen herzlich. Dankeschön. Danke. So, und wir, meine Damen und Herren, wir haben ausgefischt. Die Zeit ist um. Wir machen jetzt schon langsam Feierabend, aber logischerweise geht es hier am Sender noch weiter, und zwar mit dem NZZ-Format. Da wird nicht gefischt, sondern nach anderem gesucht. Wir haben schon für die nächste Woche alles unter Dach und Fach und hoffentlich euch auch wieder mit dabei. An der kalten Oktobernacht und wünschen euch eine gute Woche noch und tschüss miteinander.